Hey, mein Name ist Anton, ich bin 16 Jahre alt und ich mache gerade ein Auslandshalbjahr zusammen mit der Organisation Kulturwerk in Deutschland in Kanada. In diesem Video erzähle ich euch, an was ich mich persönlich gewöhnen musste, als ich in Kanada angekommen bin. Also eines der schwierigsten Umstellungen für mich war eigentlich das Englischsprechen. Ich war es ja halt vorher nie gewohnt, so Englisch im Alltag zu sprechen. Und jetzt bin ich halt in Kanada und ich muss anfangen, täglich Englisch zu sprechen. Ja, das war auf jeden Fall schon eine sehr schwere Umstellung für mich, besonders die ersten 2 Wochen, in denen ich mich auch in Quarantäne befand und eher in meinem Zimmer saß, als draußen was zu machen. Denn ich durfte ja nicht aus dem Haus raus. Ich war ja in Quarantäne. Aber während der Quarantäne habe ich mir dann halt vorgenommen, auch einfach mal Filme und Serien auf Englisch zu schauen. Aber mit englischen Untertiteln, damit mir das noch leichter fällt mit den Wörtern. Das hat mir persönlich sehr viel geholfen und nach ein paar Wochen habe ich auch beschlossen, irgendwie plötzlich keine Serien oder Filme mehr auf Deutsch zu schauen, weil es sich einfach in der Originalsprache viel besser anhört. Somit fiel es mir auch deutlich leichter im Alltag Englisch zu reden und das habe ich auch selber gemerkt. Die zweite Sache, an die ich mich auch gewöhnen musste, war neben dem Englischsprechen auch die Schule. Denn dort gab es ja so das sogenannte Quarter-System und das war eine sehr große Umstellung für mich, da ich nur 2 Fächer pro Vierteljahr hatte. Was den Heimweh betrifft, dazu kann ich nur eins sagen, ich hatte gar keinen Heimweh. Ich habe mir halt direkt vorgenommen, mich abzulenken und es hat auch geklappt. Nachdem ich halt auch noch Freunde gefunden habe, war ich erst recht glücklich. Und hab eigentlich so gar keinen Heimweh gehabt, die ganze Zeit so. Ein Tipp, um sich etwas mehr ans Englisch sprechen zu gewöhnen, den ich halt schon vorhin erwähnt habe, versucht, wenn ihr es halt noch nicht vorher gemacht habt, Filme und Serien auf Englisch zu schauen. Und was ich auch noch empfehlen würde, wenn ihr dann mit eurer Gastfamilie dann seid, am Abendessen oder sowas, versucht einfach so viel wie möglich auf Englisch zu reden. Das hilft dann auf jeden Fall auch etwas weiter. Genau. Das war's zu meinen Angewohnheiten in Kanada. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Du möchtest wie Anton eine einmalige Zeit im Ausland verbringen und der Schüleraustausch in Kanada hat dein Interesse geweckt? Dann melde dich unter der jetzt eingeblendeten Nummer und dein Abenteuer kann beginnen. Für mehr Informationen zu deinem Schüleraustausch in Kanada, bestell dir einfach eine unserer tollen Broschüren direkt zu deiner Haube. Falls du mehr spannende Videos sehen willst, klicke auf die links angezeigte Playlist und um den Kanal zu abonnieren, kannst du auf das jetzt rechts eingeblendete Logo klicken. Wir freuen uns schon auf dich. Dein Team von Kulturwerke Deutschland.